Das war Lords of Shadows, Castlevania. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß an dem Spiel. Ich hatte es. Auch wenn ich zum Schluss beim Kampf irgendwie die Peilung verloren habe. Und zwischendurch auch mal bei dem einen oder anderen Kampf. Und Rätsel. Und insgesamt. Aber spielt keine Rolle. Das gehört dazu. Ja, ein wunderschönes Spiel. Ziemlich abwechslungsreich. Obwohl es, man kloppt eigentlich die ganze Zeit. Aber das Kloppen zwischen Klettern und, ach, die Mischung aus Klettern und Kloppen. Und das ein oder andere Rätsel macht das Spiel doch wirklich spielenswert und es ist nur einfach dummes Rumgebolze. Ja, wunderbar. Die Welt ist wieder gerettet, aber Gabriel ist nicht glücklich. Was bedeutet das für uns? Nun, ich habe keine Ahnung. Sobek. Sobek, ja. Sobek war nur eine Marionette. Und Satan wollte. Wollte. Er wollte alle töten. Er wollte sie tot sehen. Ja, ist die Maske des Todes. Hier kann man auch ein bisschen schneller vor und zurück machen, wie man sieht. Hier passiert sowieso nicht so viel. Interessant. Der auch mal gucken. Dr. Cox, Dave Cox. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man es nochmal hier, die Okojima. Der hat hier ein bisschen mitgeholfen. Trotz dass Gable so ein Schlachter ist, so ein Metzer, so ein Metzger, hat er doch eine weiche Seite. Eine sehr weiche. Ach, das ist traurig alles. Da stand jetzt gerade Super Barkeeper oben. Na egal. Qualitätssicherung, Schifftester, Munzi, A-Bomb. Was sind die denn für Spitznamen? Naja, gut. Das war's. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Obwohl.
an unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek. Yes, old friend. It is I. Where have you been all this time? Out there, amongst the living. And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Isint Dracul. No doubt, you once were. But alas, look at you now. A mere shadow of your former self. Shadow, am I? What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. He is unlikely to welcome both of us with open arms. Don't you think? Help me stop him, or you and I will become his favorite pets. For all eternity. It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself. Stop skulking in the shadows. Don't you care that he will enslave you? I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet. I cannot live. Help me, and I can free you of your immortality. Soon, it will be over. Was zum Teufel ist da passiert? Zum Schluss. Man weiß es nicht. Tja. Was ist mit Gabriel zum Schluss da passiert? Möchte man gerne wissen. Aber das, ich glaube, das werden wir nie erfahren, was da wirklich geschehen ist.
Man weiß nicht, man kann nur spekulieren. Er ist unsterblich. Heißt das, Gott hat ihn unsterblich gemacht? Gott hat ihn unsterblich gemacht. Als Strafe? Als... Nun ja, ihr dürft spekulieren, diskutieren, raten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's mit Kapitel 13 im nächsten Part weiter. Ja, und ich würde sagen, danke fürs Kommentieren, fürs Anschauen. Und ja. Ja. Bis dahin. Tschüss, Sikorsky.